Ich freue mich, dass ihr auf das Video geklickt habt. Heute habe ich gemeinsam mit der lieben Marie vom Kanal Snookyful 20 Tipps und Tricks für euch. Zum einen 10 Tipps und Tricks, um morgens wacher und frischer auszusehen. Und zum anderen auch nochmal 10 Tipps und Tricks, um besser aufzustehen bzw. besser aus dem Bett zu kommen morgens. Wie ihr seht, trage ich heute diesen Haarreifen. Mich würde mal sehr interessieren, ob den noch jemand kennt aus meinem letzten Primer-Call. Der ist ja schon fast auseinandergefallen, aber wie ihr seht, na, wenn man das richtig versteckt, dann läuft das. Ich hoffe, dieses chaotische Intro hat euch jetzt nicht abgeschreckt. Maries Video findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt beginnen wir aber erstmal mit meinen 5 Schminktricks. Und ich wünsche euch dann einfach mal viel Spaß. Zuerst zeige ich euch, wie ihr in 5 Schritten zu einem wacheren und frischeren Look kommt. Erst einmal schnappe ich mir von Balea so einen Augenroll-On. Das heißt, das ist eine Augencreme und zugleich noch so eine kleine Metallkugel da drin, die eben dazu führt, dass die Augenpartie gekühlt wird. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Ihr könnt dabei den Roll-On einfach von innen nach außen immer in kreisenden Bewegungen auftragen. Durch das Einklopfen wird die Durchblutung angeregt und das hat dann diesen abschwellenden Effekt. Weil wir uns für die Schule oder Uni ja nicht so voll klatschen wollen, sondern nur was Leichtes nehmen wollen, habe ich jetzt hier von Balea die BB-Cream genommen. Und oh, die riecht richtig, richtig geil, kann ich euch sagen. Und die ist wirklich sehr, sehr schön. Die deckt schon mal einfach so das Gröbste ab. Und danach bin ich einfach nochmal mit einem Concealer über weitere Rötungen oder so, die ich hatte, rübergegangen. Danach habe ich das Ganze mit meinem Ebeline eingeklopft und dann noch Puder aufgetragen. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Schritt. Und zwar ist es, in sein Gesicht ein bisschen Frische und ein Glow zu kriegen. Als erstes für die Frische benutze ich hier das Rouge von Essence und nehme mir die hellste Farbe mit einem Pinsel auf und trage die auf meine Wangen auf und ziehe das Ganze auch so ein bisschen nach hinten. Und ich finde, diese Farbe ist wirklich die perfekte frische Farbe für jedermann sozusagen. Und hier seht ihr schon mal ein Zwischenergebnis, wie der Unterschied bis jetzt aussieht. Und jetzt geht's an den Glow und zwar benutze ich dafür sehr gerne von Alverde den Rose Tinted Highlighter. Und ich weiß, ich habe jetzt hier einen Tester, aber der war noch verschlossen. Und da tupfe ich einfach so 3 kleine Pünktchen an meinen Wangenknochen auf und auch am Lippenherz. Und das klopft ihr dann einfach ein und so habt ihr einen wirklich wunderschönen natürlichen Glow. Hier mache ich das am liebsten mit dem kleinen Finger über der Lippe. Und dann sieht das Ganze schon so aus und ich finde, man erkennt wirklich schon gut den Glow, der aber trotzdem noch schön natürlich ist. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Augen. Die sind natürlich auch ganz, ganz wichtig, um wacher auszusehen. Und zwar könnt ihr hier einfach auch den Highlighter auf euer Augenlid auftragen. Das mache ich auch sehr gerne. Oder ihr benutzt einen schimmerigen, hellen Lidschatten. Und für noch ein bisschen mehr Strahlen könnt ihr so einen Highlighter-Stift, ich habe jetzt hier den von Catrice gehabt, noch in den Augeninnenwinkel auftragen. Und das Ganze dann einfach nochmal so ein bisschen mit dem kleinen Finger verreiben, damit es nicht zu krass aussieht. Und ob ihr eure Wimpern mit einer Wimpernzange biegt, ist euch überlassen. Aber auf jeden Fall danach, um die Augen größer zu bekommen und den ganzen Tag auch groß zu halten, ist wasserfeste Wimperntusche ganz, ganz wichtig, da diese im Vergleich zur normalen Wimperntusche den Schwung den ganzen Tag hält. Und dann habe ich die aufgetragen. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Lippen. Und da ist mein ultimativer Tipp, wirklich einfach mal eine Minute so ein bisschen dran rumzubeißen. Und wie ihr seht, wird dadurch die Durchblutung angeregt, wodurch die Lippen viel, viel röter und frischer aussehen. Und was eurem Look jetzt noch den letzten frischen Kick gibt, sage ich mal, ist ein Lipgloss, ein glänzender. Denn dieser lässt die Lippen voller und praller wirken und ja, führt sozusagen nochmal dazu, dass ihr richtig, richtig wach und munter ausseht. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Yay! Und was das Beste ist, der Look geht wirklich super, super schnell. Ich habe jetzt für das Ganze nur 10 Minuten gebraucht, was ich ja doch für dieses schöne Ergebnis ganz angemessen finde. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie euch das Make-up gefällt. Jetzt kommen wir aber noch zu den Tipps, um besser aufzustehen. Und zwar ist der erste Trick auf jeden Fall nicht direkt daran zu denken, was einen den ganzen Tag über erwartet, welche Termine man hat, vielleicht auch welche Klausur man schreibt und so weiter, sondern sich wirklich nur auf das Naheliegendere zu konzentrieren, wie zum Beispiel frühstücken, duschen, schminken. Also nicht direkt wirklich die restlichen 12 Stunden vor sich zu haben, sondern erstmal nur die Morgenstunden in Betracht zu nehmen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, nicht daran zu denken, aber probiert es einfach mal, es kann wirklich gut helfen. Wenn ihr euren Wecker immer zur selben Zeit stellt und dann immer genau dort schlecht aufstehen könnt, dann versucht einfach mal, euren Wecker entweder 15 Minuten früher
oder 15 Minuten später zu stellen. Das kann wirklich gut helfen, auch wenn man jetzt denkt, warum früher? Dann bin ich ja noch unausgeschlafener. Nein, weil der Körper, der hat während der Schlafphasen immer so verschiedene Hochs und Tiefs, kann man sagen. Es gibt Tiefschlafphasen und eher leichtere Schlafphasen. Und wenn ihr eher in einer leichteren Schlafphase geweckt werdet von eurem Wecker, dann fällt es euch auch wirklich einfacher aufzustehen. Glaubt mir, ich persönlich habe das auch schon gemerkt, das ist richtig krass, dass ich morgens um 7 besser aufstehen kann als um 9. Also ist ganz komisch, aber es ist so. Und ein weiterer Tipp ist der Tipp, einen Radiowecker zu verwenden. Das finde ich auch sehr angenehm, weil man dann direkt in den Tag so reingeholt wird, irgendwie durch den Radiosprecher oder durch die Musik, die gerade läuft. Vielleicht läuft auch gerade zufällig euer Lieblingslied, was euch dann direkt in gute Laune versetzt. Und der nächste Tipp ist absolut mein Lieblingstipp. Und zwar ist es, früh morgens auf jeden Fall Licht ins Zimmer zu lassen. Ich weiß, dass viele sehr gerne mit Jalousien schlafen. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Typ für. Ich hatte mein ganzes Leben lang nur jetzt eine Jalousie. Also ich bin davor wirklich 20 Jahre lang ohne Jalousien ausgekommen. Aber das mal nur so nebenbei. Aber es hilft wirklich so sehr, wenn ihr morgens Licht in euer Zimmer lasst. Auch wenn ihr vielleicht dann noch ganz kurz liegen bleibt. Denn Licht hemmt die Produktion des körpereigenen Schlafhormons Melatonin. Und das wollen wir natürlich. Ne? Wir wollen ja nicht, dass sich dieses Hormon noch weiter vermehrt, sondern wir wollen ja wach werden und munter werden. Und deswegen lasst auf jeden Fall Licht in euer Zimmer. Und ein Tipp, der eigentlich ganz logisch ist, aber den wir auch meistens alle nicht befolgen, ist wirklich früh ins Bett zu gehen, damit man ausreichend Schlaf hat. Denn es ist ganz klar, wenn ihr erst um 1 Uhr nachts ins Bett geht und um 6 schon wieder euer Wecker klingelt, 5 Stunden Schlaf sind natürlich zu wenig, ne? Es wird ja wirklich empfohlen, zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf täglich zu haben. Und von daher sollte man auch gucken, dass man das einigermaßen hinkriegt. Mich würde es sehr interessieren, wann die Mehrheit von euch schlafen geht. Also schreibt mir das mal bitte jetzt jeder in die Kommentare. Wann geht ihr schlafen? Und ganz ehrlich dabei sein, bitte. Falls ihr jetzt noch weitere Tipps haben wollt für ein frisches Make-up und auch für das bessere Aufstehen, dann schaut auf jeden Fall bei der lieben Marie vorbei. Ihr Video findet ihr einmal hier oben verlinkt und auch in der Infobox. Und hier unten kommt ihr zu meinem letzten Video. Das war mein DM-Haul für den Monat Februar. Wie sollte es anders sein? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer dass ich euch lieb hab und noch einen schönen Tag wünsche. Und ja, das war's. Mir fällt mir nicht mehr ein. Schade, ne? Ich würde gerne noch weiterreden. Ich bin ja so eine Quasseltante. Aber nein, Laura, das Video ist beendet. Okay. Also macht's gut. Tschüss.